Ja, hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Ja, heute haben wir wieder ein bisschen Wetter, wenn wir was fliegen lassen. Es regnet ganz leicht. Ich weiß nicht, ob wir damit klarkommen, ob das geht. Und ja, heute wieder ein total spannendes Teil. Es geht auch Wind. Ich würde euch empfehlen, bei solchen Winden natürlich nicht zu fliegen. Mal gucken, wie wir hier klarkommen, wie das Ganze hier funktioniert. Okay. Bleibt dran, es wird spannend. Hier dieser wunderschöne Adler, 2,5 GHz mit LED-Licht, Sechsack-Gyroskop, drei Kanäle. Hier die Größen, 55,6 cm Spannweite, 7,8 cm hoch und lang ist er knapp 30 cm. Hat zwei Motoren, 1S 3,7 Volt, 300 mA Lithium-Ionen-Batterie. Das Ganze einfach mal hier auf. Wie wir Wind haben. Die Bedienungsanleitung schon mal durchgelesen, drunter. Hier habe ich ein paar Zusatzteile. Hier der Adler. Nochmal hier die LEDs, die ich hier habe. Zwei Propeller. Ich habe hier schon einen Akku drin, den habe ich schon eingelegt und angesteckt. Ja, ich hoffe, der Wind lässt ein bisschen nach hier. Hier die Fernbedienung. Und hier sind die Kappen schon abgegangen. Windet echt hier. Und ich vermute, ich werde hier ein bisschen Probleme haben. Hinten drauf müssen wir noch ein paar Wings drauf machen. Die sind jetzt mit hier drin verpackt. Drei Stück sogar gleich, falls mal eins verloren geht. Wichtig ganz besonders, eben um das Teil zu stabilisieren. Stecken wir einfach hier rein. So, wie gesagt, hier noch ganz cool ist ein Propeller, falls man mal einen defekten Propeller hat. Und dann hier so abziehen, das geht wunderbar und man reißt sich dann nicht den Motor kaputt. Hier ein Fahrwerk, Auflade-Stick, wo ich hier dann quasi das Dingens reinmachen kann, laden kann. Und das war's eigentlich. Da kann es eigentlich auch schon losgehen. Wir schalten hier das Flügeltier ein. LEDs brennen hier schon mal. Und schalten hier ein, rauf, runter und die ganze Sache ist entspannt. Nochmal Motorcheck, hier nochmal, geht auch gut und hier kann ich auch lenken, das funktioniert auch gut, super gut. Ja, ich zeige euch nochmal, hier Gas, hier nach links lenken. Rechts lenken und hier geht das Höhenruder rauf und runter. Da ist ein Gyro drin, wie ihr seht, wenn ich nach oben lasse ich immer ausgleichen hier. Okay. Und ganz vergessen, hier noch habe ich schon dreimal AA-Batterien reingepackt und los geht's. Ja, hier mit diesem Schalter tue ich das Licht ein- ausschalten. Ja, fliegt. Sehr schön. Aufpassen, dass ich noch nicht irgendwo noch ein bisschen Wetter hier. Fliegt nach oben. Sehr gut. Und das Schöne ist, dass ich hier während des Steingas gebe, kann ich hier steuern das Ganze. Gyro arbeitet natürlich hier hinten dran immer. Schön im Wind hier. Fängt es auch an zu regnen. Schon fast in der Luft hier. Zum gegen Wind steuern.
Vollgas. Da kann ich ein Speed drauf hier. Wirklich top. Fliegt top aus der Verpackung heraus. Sieht aber aus wie so eine Möwe. Jetzt schön Wind, wo ich auch reinfliegen kann, gleiten kann. So eine Möwe hier. Aufpassen, Baum. Schauen, ob ein Looping fliegen kann hier. Ne, das schafft er nicht. Oh ja, doch. Ich hoffe. Schön, ich kann wirklich hier im Flug dann steuern mit den Propellern. Das hat sich gut gemacht. Wirklich klasse Teil. So, ich tue mal erhöhte Geschwindigkeit machen, erhöht den Ruderausschlag. Das kann ich, hier geht ein bisschen mehr ab. Ich kann wirklich hier gegen den Wind fliegen hier. Es fängt an zu regnen hier. Da steht fast ein Wind, das ist voll cool. Alles sehr schön. Also es ist auch mal cool, da wollte ich bei Wind zu fliegen hier. Da kann man wirklich am Hang hier. Nicht einen Baum rein. Den Flieger den Wind drehen hier. Es fängt doch wirklich an zu regnen hier. Das ist echt beschissen. Macht richtig Spaß und Laune, das Teil hier. Ich hoffe, es ist nicht zu verregnet. Ich habe zu viele Regentropfen auf der Kamera drauf. Ja, hier ist das gute Teil. Es fliegt. Top, das muss man wirklich so sagen. Fliegt top hier. Ich hoffe vielleicht, dass jetzt hier der Regen ein bisschen aufhält. Es zieht wirklich sauber raus hier. Wirklich tolles Teil, also auch perfekt. Wie gesagt, mit dem Höhenruder ist natürlich top hier. Wie gesagt, Gyro ist mit drin, das heißt, es muss halt wirklich hier nicht nachregulieren. Und kann hier, ja, es fliegt bald noch besser wie das andere Teil, was ich euch vorgestellt habe. Wie gesagt, ich habe eben halt hier mit das Höhenruder mit dabei und da ist er noch eine viel bessere manövrierfähig als mit den zwei Propellerschen. Jetzt mal lassen wir zu Boden kreisen. Ja, aber fliegt wie gesagt wie so eine Möwe oder. Ja, das wird zu Boden gesunken. Und zack, ist in der Luft. Immer gegen Wind. Vollgas und Looping, jawohl. Und Speed, Looping, jawohl. Jetzt kommt das Sonne raus hier, sehr schön.
zwei Augen hier, wo die Propeller sind, die Schlitze hier. Jetzt sehe ich Power, besten gegen Wind fliegen und Looping. Hier macht man wirklich gegen Wind am besten. Die Loopings, das klappt dann wirklich sehr gut. Flugzeug ganz hier oben. Lassen wir mal vorbeigleiten hier. Wenn wirklich der Wind entgegenkommt hier, sehr schön. Segelt hier wirklich, man kann wirklich ja Hangsegeln machen. Und hier den Surrounding machen hier. Ganz wenig. Das habe ich nicht mal gekriegt. So, die LEDs habe ich nur nicht ausgemacht. Und machen noch einen Flug. Und dann soll es auch gewesen sein. Wirklich tolles Teil hier. Ich habe gerade gesehen hier, die sind so ein bisschen angeschrägt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit zu sagen hat. Wie gesagt, ganz wichtig, die durfte nicht vergessen. Die müsst ihr wirklich hier reinmachen, die Teile. Ist auch noch ein Ersatz mit dabei. Aufpassen, dass man das Teil nicht verliert, weil sonst ist das Teil halt unfliegbar. Er braucht den Wing wirklich, um halt zu steuern hier. Zu mir fliegen hier. Ich habe einen Herd bekommen hier. Also mit zwei Ausschlag hier macht es viel mehr Spaß. Wirklich hier der kleine, wie gesagt, eher von der Größe her so ein Krähe oder irgend sowas, Möwe, Taube, wie auch immer halt, denke ich mal mit. So, jawohl, habe ich schon weggekriegt noch. So, okay. Ich würde sagen, wir lassen das mal gut sein. Dings habe ich noch drauf hier. Ob ich nicht fangen kann. Ah. Okay. Also, mein Fazit. Top Fluggerät. Gefällt mir richtig gut hier. 50 cm mit Dreikanal. Ich habe ja Wind sogar, wo er richtig gescheit fliegt hier. Und wie gesagt, im Dunkeln habe ich sogar hier einen LED-Streifen mit dazu, den ich einschalten kann. Und ja, ich bin echt begeistert von dem Teil. Wie gesagt, ist sogar regenfest, haben wir mitbekommen jetzt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, auch wärmstens zu empfehlen, was nur ich jetzt immer hier will. Dumm ist, ich muss das halt immer raus und rein machen. Das heißt, wenn das ein bisschen ausgenudelt ist, muss ich vielleicht Klebeband dran machen, wie das hält, so Panzerband. Und die Propeller sind geschützt. Das heißt, ja, klasse Sache. Hier habe ich einen Gyro mit drin, der arbeitet hier. Also ich kann wirklich hier, wirklich nur, bin voll des Lobes hier mit diesem coolen Vogel hier. Sehr schön, gefällt mir wirklich richtig gut. Und kann man ja wirklich wärmstens empfehlen hier, um Spaß zu haben. Selbst hier am Hang mit Wind klappt das auch noch. Ja, ciao dann, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Wie gesagt,
Fernbedienung ausschalten hier und hier das Gerät ausschalten. Hier dran.